Wird es eng für Merkel-Deutschland? Was ist mit dem US-Wahlbetrug und der Nawalny-Vergiftung? Von Watergate-Redaktion 13. November 2020. In den USA gibt es einen Spruch, der für Bundeskanzlerin Merkel bald zur Realität werden könnte und die aktuelle Situation sehr treffend beschreibt. The walls are coming down on Chancellor Merkel, was so viel bedeutet wie, die Mauern stürzen über Kanzlerin Merkel ein. Denn für Bundeskanzlerin Merkel und ihre Regierungsgenossen könnte es bald sehr eng werden. Immer mehr Hinweise verdichten sich, dass die US-Wahlen offenbar auch von einem oder mehreren Servern in Frankfurt am Main manipuliert worden sein sollen. Watergate TV hatte bereits ausführlich darüber berichtet. Nun hat auch der US-Sender Newsmax über Wahlmanipulation berichtet, welche von Frankfurt aus erfolgt sein soll. Newsmax berichtete im TV, Q-Snatch, Wahlmanipulation gesteuert aus Deutschland? Auf Newsmax wurde berichtet, dass Wahldaten der USA von einem deutschen Server in Frankfurt mit Hilfe von einem Virus bzw. Malware möglicherweise manipuliert wurden. Sollte sich herausstellen, dass ausländische Einmischung in die US-Wahlen stattgefunden hat, tritt die Executive Order, die Präsident Donald Trump am 12. September 2018 erlassen hat, in Kraft. Ausführungsverordnung über die Verhängung bestimmter Sanktionen im Falle einer ausländischen Einmischung in eine Wahl in den Vereinigten Staaten. Watergate TV hatte hier auszugsweise über die Verordnung berichtet. Die Einmischung käme einem feindlichen Akt gleich, was für die Merkel-Regierung wirtschaftlich wegen Sanktionen, möglicherweise aber auch aus anderen Gründen, das ausbedeuten könnte. Angela Merkel dürfte jetzt nicht nur Freunde in den USA verlieren, sondern auch in Russland. Denn auch aus dem Kreml wird der Ton gegenüber der Kanzlerin schärfer. Der russische Außenminister Sergej Lavrov sagte laut RT Deutsch, dass wir allen Grund zur Annahme haben, dass alles, was auch immer mit Nawalny im Hinblick auf Kampfstoffkontamination seines Körpers geschah, in Deutschland eingetreten sein könnte oder im Flugzeug, in das er verladen und mit dem er zum Klinikum Charité geflogen wurde. Die Kontamination sei mutmaßlich erfolgt, nachdem Nawalny Russland verlassen hatte, wahrscheinlich in Deutschland, so Lavrov. Der russische Außenminister kündigte an, dass es jetzt eine Antwort auf die gegen Russland gerichteten Sanktionen geben werde, da die EU Sanktionen im Fall Nawalny und ich möchte betonen, dass Deutschland die treibende Kraft dieser Sanktionen war, leitende Mitarbeiter in der russischen Präsidialverwaltung betreffen, werden unsere Gegensanktionen genau diese Sanktionen widerspiegeln. Sie wurden bereits beschlossen und wir werden unsere deutschen und französischen Kollegen bald darüber informieren. Die Sanktionen werden führende Beamte der Staats- und Regierungschefs Deutschlands und Frankreichs betreffen. Die Botschaft der Russischen Föderation twitterte, wir sehen, dass Deutschland zum führenden Staat bei der Zuspitzung der Beziehungen zu Russland war. Das macht uns Sorgen, unter anderem bezogen auf die globale Rolle, die Deutschland in Europa spielte und offenbar wieder in Europa spielen will. Angesichts der noch immer ungeklärten deutschen Frage könnte der BRD-Verwaltungsapparat endgültig seine Berechtigungsgrundlage verlieren, sollten die von beiden Seiten USA und Russland vorgebrachten Vorwürfe zutreffen. Wir dürfen gespannt sein, wie sich die Ereignisse weiterentwickeln werden. To election security and the integrity of the vote, you are being lied to. The biggest lie of all is that somehow our state's voting systems are not connected to the internet. We hear them say this all the time. Now, that may be true for the individual machines. It may not be, by the way, but it is certainly not true for all of the state and county databases. In fact, it's an absolute myth that it's not connected to the internet. Your votes, in many cases, are being stored on a server in Frankfurt, Germany. Cybersecurity investigators tell me they can prove the nation's largest provider of election software, a system used in 28 states, not only uses servers in Germany, but it's also possibly infected by a malware called Q-Snatch. Investigators at Allied Security Operations based in Dallas tell me that they have found malware embedded in the software source code, could be responsible for everything we're seeing right now. If that's true, even the nation's cybersecurity agency, CISA, warns Q-Snatch would allow hackers to find everything they would need to change votes in election databases across the country. Allied's co-founder, Russ Ramslin, told me he is not surprised he found Q-Snatch with the system as vulnerable as it is. He told this to podcast America Can We Talk. We can even see malware sitting there collecting all the credentials of all the county workers everywhere who are submitting information up, which means you can now go back into the county and change votes there, too.
Well, could this be what's responsible for all the malicious things we're seeing out there during this election? Maybe. He says because the voter results travel across a wide internet spectrum, from the county to the state, from the county to the election management companies, from there to the Associated Press, and ultimately the media, hackers, he says, can actually make changes to votes in the cloud and backload those changes into county databases. He also says he has proof that it's happening.